Ach, boah, ich weiß, wie lange ich das noch machen will, Leute, ganz ehrlich. Langsam wird es nervig. Das ist wirklich anders schwer. Nee. Heute gibt es wieder Mario Odyssey, habe ich gehört. Was geht? So, heute gibt es wieder eine Challenge. Und das ist eine ziemlich bekannte Challenge, die ich noch nie ausprobiert habe. Ich habe diese Challenge wirklich noch nie ausprobiert. Ich glaube, es gibt den 2D-Skip und es gibt den XD-Skip und ich habe beide noch nie gemacht. Ich muss mir gleich vielleicht nochmal kurz ein Video angucken, wie der funktioniert. Aber ja, darum geht es heute so. Ich will den 2D-Skip und ich will den SD-Skip ausprobieren. Okay, warte mal, ich muss mir nochmal ein Video angucken. Wie geht der Schissel nochmal? Okay, pass auf. Erstmal hier rauf springen. Dann hier rauf und dann hier hoch. Ich glaube, das ist schon der XD-Skip, soweit ich weiß. Oder ist das der XD-Skip? Ich weiß es nicht. Ach nee, warte mal, das war der 2D-Skip und der XD-Skip. Der XD-Skip ist, glaube ich, das hier, oder? Der zweite Part. Das ist, glaube ich, der XD-Skip. Und das erste ist der 2D-Skip. Viele sagen, es ist übertrieben schwer, aber ich finde, das sieht überhaupt nicht schwer aus. Oh? Oh? Oh! Das war der 2D-Skip. Aber es fehlt ja noch der XD-Skip. Wir müssen beide schaffen, Freunde. War das schon der XD-Skip? Oder bin ich gerade lost? Habe ich den richtig gemacht? XD, Guys! XD! Nee, jetzt mal ernsthaft. War das der schon? Oder habe ich den irgendwie falsch gemacht? Ich kann gerade irgendwie nicht glauben, dass ich den First Try gemacht habe. Doch, das war der. Ja, Freunde. Erste Challenge geschafft, habe ich gehört. Es gibt ja noch einen anderen Skip. Ich wollte mich eigentlich ursprünglich nicht trauen, den auszuprobieren. Aber ich glaube, jetzt haben wir so viel Zeit. Mario Odyssey Bowser 2D-Skip. 1, 2, 3... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird auf jeden Fall länger dauern. Das ist ja so precise. Ach du Scheiße. Oh, davor habe ich Respekt, Freunde. Davor habe ich richtig viel Respekt. Okay. Oh, okay. Ich glaube, ich habe die Hitbox erwischt. Ich fange mal lieber von hier an. Boah, okay. Das war zu weit wieder. Das war schon wieder zu weit. Ich springe immer zu weit. Schon wieder zu weit. Ich muss weiter nach hinten. Das war schon wieder zu weit. Alter, wie weit muss ich denn nach hinten? Ich fange hier an. Bro! Oh, 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 habt ihr es gesehen? Ich war kurz drauf. Ich war kurz drauf auf Ecstasy. Ich bin drauf auf Ecstasy. Das Komische ist, ich bin zwar drauf auf dieser Hitbox, aber irgendwie... Ah, ich muss, glaube ich, nach links zielen. Was war das? Warte mal. Zwei Mini-Jumps. Oh! 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 Au! Au! Aber ich merke, ich... Oh mein Gott, das war ultra knapp. Das war ultra knapp. Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden. Wieso bleibe ich da mal stecken? Boah, ist das schwer. Ach du Scheiße. Also ich weiß wirklich nicht, was ich besser machen kann. Oh, ich glaube, da war's. Aber es ist trotzdem nervig. Oh mein Gott. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wir sind wieder ein Stück weitergekommen. Scheiße. Ich war da oben. Also bei Frame Perfect Sachen würde ich hart frustrieren. Ja, ich merke auch, dass ich... Ja, noch geht es. Noch geht es. Also ich bin gar nicht salty im Sinne von, dass ich wütend werde, dass ich Wut verspüre. Sondern ich bin mehr so, oh Mann, will ich das jetzt wirklich weiter probieren? Bin eher so ein bisschen KB. So im KB-Modus. So kein Bock, das jetzt 3 Stunden lang zu machen. Die Sache ist, das war sowieso nicht geplant, dass ich das hier mache. Sondern die anderen beiden... Skips. Das Wort habe ich gesucht, den ich ohnehin schon geschafft habe. Boah, langsam wird es mir aber zu dumm, Leute. Jetzt, wo ich sage, es wird mir zu dumm, funktioniert es auf einmal. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Okay, now we're talking. Oh. Oh mein Gott, das war... Ich bin ultra weit gekommen. Habt ihr das gesehen?
Ach, boah, ich weiß, wie lange ich das noch machen will, Leute, ganz ehrlich. Boah, langsam wird's nervig. Langsam wird es nervig. Das ist wirklich anders schwer. Ich weiß auch nicht, wie lange ich den noch machen will, weil ganz ehrlich, irgendwie habe ich keinen Bock. Also, ich werde den auf jeden Fall irgendwann nochmal machen, aber irgendwie fühle ich das heute nicht, den zu machen, weil das war auch gar nicht die Challenge so. Ich habe nur die anderen beiden Challenges zu schnell geschafft. Das war ja eigentlich der Plan für heute. Und jetzt mache ich das hier und wollte es einfach mal ausprobieren, aber das ist wirklich anders asozial. Also, ne. Die Challenge, die wir machen wollten, haben wir geschafft. Also, Challenge geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir werden jetzt eine Challenge machen, die ich damals vor Ewigkeiten gemacht habe. Das war einer meiner allerersten Challenges. Und ich habe neulich das Video dazu angeguckt. Ich glaube, das heißt die härteste Challenge oder so. Und wir haben richtig lange für die gebraucht. Aber sie ist machbar. Ich wollte die Challenge einfach mal revisiten. Ich wollte die einfach mal revisiten und gucken, ist die aus heutiger Sicht immer noch so hart? Oder habe ich mich damals einfach ein bisschen zu sehr angestellt? So, schön platzieren und los geht's. Also wir sind draußen, immerhin. Weird, wieso springt er denn nicht auf Cappy rauf? Zeig mal weg, wie hast du es gemacht? Ah, okay, ah, okay. Wir müssen nach rechts springen. Also wir springen raus und springen dann nach rechts, okay, und sind dann da oben. Das hat nicht funktioniert. Ich bin zu weit unten. Ich muss auf jeden Fall, die Hitbox ist auf jeden Fall größer. So. Wir können ihm auf jeden Fall vertrauen. Hier so. Das ist Etappe Nummer 2. Erstmal zurückspringen. Hier. Ich glaube, hier können wir das am besten machen. Und am besten... Ah, shit. Ja, wobei, es könnte vielleicht ein First Try werden. Also noch sind wir ja nicht runtergefallen. Ah, okay. Oh, nein, wir sind noch... Okay, wir sind noch draußen. Ich dachte, ich wäre wieder in der Kuppel. Weil hier ist so eine Scheibe. Wenn wir zu weit nach links gehen, sind wir wieder in der Kuppel. Und das wäre ein Problem. Dann müssen wir nämlich alles von vorne machen. Jetzt sind wir in der Kuppel. Seht ihr? Das kann halt passieren. Aber ganz ehrlich, ich habe so lange dafür gebraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wieder so lange dafür brauche. Komm, Mario, enttäusch mich nicht. Hab Ehre, mein Freund. Oh, wir sind oben, let's go. Ich bin noch draußen, ich bin noch draußen, ich bin noch draußen. Wir müssen jetzt nach vorne gehen. Ja, die Kamera ist hier so ein bisschen wack-shit, aber juckt. Weiter, 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 bis die Kamera wieder normal ist. Wieso klinge ich eigentlich wie ein Synchronsprecher? So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Boah, ich habe ein bisschen Angst, mich zu schnell zu bewegen. Warte mal, was passiert, wenn ich hochspringe? Ah, jetzt ist die Kamera wieder normal, okay. Ist das mit der Entfernung in Ordnung? Ja, ich denke schon. Let's go, Freunde, let's go. Easy. Das war ja ultra schnell. Ich weiß noch, was für eine unfassbare Ewigkeit, was für eine Ewigkeit wir gebraucht haben, um hier hochzukommen. Das war vor 4 Jahren und jetzt ist das einfach gar nichts. Das ist nichts. Kein Problem für uns. Ich frage mich, ob man diese Challenge irgendwie noch ausweiten kann. Also irgendwie versuchen auf die andere Seite. Oh, ist denn das überhaupt möglich? Wir probieren das mal mit der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob das geht, weil ich habe noch niemand gesehen, der das ausprobiert hat, aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild, wenn das funktionieren würde. Das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, wir müssen halt mega aufpassen, dass wir nicht da irgendwie in die Kuppel reingebackt werden. Deswegen müssen wir versuchen, wirklich möglichst außen zu stehen. Ich nehme jetzt die Zeit, Leute. Ich nehme jetzt die Zeit. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. 20 Minuten später. So, Freunde. Meint ihr, ich schaffe das? Yes! Oh mein Gott, we fucking did it! Okay, wir haben beide Seiten. Wir haben die einfache Seite und wir haben die schwere Seite. Und jetzt gibt es eine Sache, die mich interessiert. Und zwar, komme ich darüber? Ich komme darüber, okay. Oh, oh, okay, hier fällt man einfach durch. Wild, absolut wild. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay, that's interesting. Ja, Freunde, wir haben die Challenge geschafft. War nice, hat Bock gemacht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das mit dem Bowser Bouncy Skip, ihr wisst, was ich meine, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich werde privat auf jeden Fall ein bisschen üben. Ich werde das immer und immer wieder warten, bis ich das Gefühl habe, ich könnte es auch im Stream schaffen. Und danach schaffen wir es im Stream. Das ist der Plan, liebe Freunde. Haut rein und Tschüssikowski. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. She got a fatty, I might type that. Give me your addy, we pullin' up to your pattern. Then we gon' put it to red, like a dope fit clap.